Happy Birthday, oder? Happy Birthday. Happy Birthday! Demon's Souls, yay! Yeah, 15 Jahre alt. 15 Jahre wird, zumindest heute, wo wir es aufnehmen, das Spiel alt rand. Und wir sind ja auch als junge 20 ein ganz neues Game für uns. Leider, erstmal Trant, schön, dass wir wieder mal gemeinsam was aufnehmen können. Ja. Es freut mich sehr, insbesondere wenn es so einen schönen Anlass gibt, wie eben 15 Jahre Demon's Souls, ne? Mhm. Genau, also wir gucken uns heute einen Demon's Souls Randomizer an und soweit ich weiß, haben wir beide keine Ahnung davon. Den gibt's schon ein bisschen länger, aber wir wollen uns den einfach mal reinziehen. Ein Item-Randomizer, wo wir überrascht werden, was wir alles finden. Ja, ich bin gespannt darauf. Also mit Randomizern kenne ich mich ein bisschen aus, aber nicht mit dem jetzt hier. Das hat uns Kollege Anton so an die Hand gelegt und gesagt, probier den mal aus. Als Item-Randomizer, ich finde bei den Souls-Sachen, schon mal schön, wenn wir die alten Handbücher, als Spiele noch Handbücher hatten. Und auch Inlay-Artwork. Wer hat das hier gepublished? Atlus war es hier oder war es Bandai Namco? Nee, hier war schon Bandai Namco in Europa. Guck mal. Bandai Namco war es in Europa, ich meine Atlus in Amiland oder so. Was war der Punkt nochmal? Also mit Randomizer kenne ich mich ein kleines bisschen aus. Mit Sia machen wir auch die Randomizer-Show. Spielen gerade Resi 3 Randomizer im Moment. Da gibt es eine schöne PC-Version, wo du auch teilweise Nemesis randomizen kannst, wo er auftaucht. Und ab und zu mal sind Räume mit 70 Hunden oder sowas da. Also gefühlt. Ne? Es macht schon Fun. Hast du mit Randomizern sonst irgendwelche Erfahrungen gemacht? Nee, gar nicht so. Also mir entgeht da auch völlig der Reiz irgendwie, warum ich das zocken sollte. So, weil ich das eigentlich immer mag, wenn ich weiß, wo was ist. Aber das ist ja auch der Fun, dass ich es nicht weiß. Ja, magst du gleich spielen oder sonst, ich kann auch anfangen, wir wechseln ja, uns ja, ab. Ja, genau, mach du, wir wechseln uns ab. Also Anton hat für uns schon mal einen, ach, die Server sind ausgeschaltet, wer hätte das gedacht nach 15 Jahren. Krieg Raul, okay, ein Barbaren anscheinend. Anton hat für uns schon mal das Intro gespielt, dass wir nicht nochmal die Standardphase machen. Alles danach soll jetzt itemmäßig randomized sein. Und wir sind fresh im Nexus angekommen, das heißt, wir müssten eigentlich... Erstmal muss ich die Steuerung für vernünftige Leute umstellen. Geil, Gregor! Das wusste ich gar nicht, dass du auch ein schlauer Mensch bist. Die Diskussion hatte ich mit Colin vor. Oh Mann, ey, was für eine Wohltat! Ich sag ja immer, ich neige den Kopf nach hinten, um hochzugucken. Dementsprechend, ich steuere ja die Kamera. Change Option, dann muss ich Start drücken. Das Argument lässt sich aber leider schnell aushebeln, weil dann müssten wir auch X invertieren. Aber so argumentiere ich auch guck immer. Mal. Also, so meine Rechtfertigung. Ja. Ja? So habe ich mir das im Kopf zurechtgelegt. Also, wenn ich nach oben gucken will, ich mache die Bewegung hier. Ich auch. Wenn ich nach unten gucken will, mache ich die Bewegung hier. Ja, genau. Wenn ich nach links gucken will, mache ich die Bewegung hier. Also gehe ich damit in diese Richtung. Ja, klar. Na? Dementsprechend, das sind meine Bewegungen. Also, so stell dir das immer bei einer Kamera mit so einem Fall. Ja. Es ist, aber wir haben recht. Exakt. Ja. So, ja, er hat es genommen. Okay, sehr gut. Ach, endlich kann ich Kamera steuern. Wir spielen übrigens da dieser Randomizer. Ansonsten, ich glaube, man kann ihn auch auf Originalkonsole spielen, wenn man entsprechend die umgebaut oder dann gemoddet hat. Wir spielen das über einen Emulator gerade hier. Anton hat uns den Randomizer da drüber gezogen, der innerhalb der Locations dann die Items randomized. Ja. Ist der hier schon? Also in der Theorie können wir schon nach Bulletare rein, würde ich sagen. Aber ich würde fast sagen, warte mal, wie war das hier noch? Ja, wir müssen erstmal Steuerung checken. Ja, Steuerung, nein. Wir müssen erstmal den V-Sync anmachen, sonst werde ich wahnsinnig. Wie lange hast du denn Demon's Souls nicht mehr gespielt, Trant? Naja, das letzte war halt das Remake so, aber das Originale, das muss ewig her sein. Also. Ja, ich hatte mal wieder also das Remake auch, als es rausgekommen ist, entsprechend dann durchgespielt. Das fand ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also, die haben sich schön Mühe da gegeben. Wobei es auch immer sehr schön, das Original dann zu zocken. Ich habe es mir vor einiger Zeit für das nächste Retro-Club-Buch nochmal angeschaut. Habe noch meine alten Saves. Ich habe mir irgendwann mal die Download-Version auf die PS3 geholt. Mhm. Und meine PS3 ist immer noch fürs Capturing angeschlossen. Aber du merkst schon, also nach den vielen Jahren x-fach andere Souls-Spiele, ist es schon, man muss schon wieder zurückgehen. Ja, ne? ich versuche es mir auch gerade vorzustellen. So. Also ich meine, was ja auch damals noch echt präsent war, war halt so Feinjustage beim Steuerung, weißt du, so über Balken gehen, das war ja der absolute Krampf. Oh ja, absolut. Oder auch, nee, jetzt nicht, dass ich meine Erinnerungen durcheinander kriege, weil ich habe zuletzt auch noch mal Dark Souls mit einer Mod durchgespielt und dann, nein, Blighttown war Dark Souls. Da war die Framerate scheiße auf PS3, wo ich es gespielt habe. Mhm. Demon's Souls. Ich habe Demon's Souls tatsächlich nicht als allererstes Spiel durchgespielt von den Souls. Ich hatte es mir damals geholt und ganz kurz vor dem Dreh hier noch mal drüber unterhalten.
damals war Red Bull Play die Show, die ich produziert habe, da warst du auch teilweise mal mit beteiligt. Und ich meine, dass du damals einen Demon's Souls Import-Beitrag dann gemacht hast für die Show. Kann sein. Und da alle meine Redakteure die Beiträge gemacht haben, also Gruß an Kollege Aaron, der Dark Souls übernommen hat. Ich musste die nicht spielen. Dementsprechend habe ich es erst ein paar Jahre später, als ich mit Dark Souls 2 reingekommen bin, die Sachen nachgeholt. Ja. Dementsprechend ist mein Durchspielzug von Demon's Souls 2015, 2016 oder so, also auch zwar schon lange her, aber nicht so lange. Ne, wir kriegen es nicht ganz weg. Egal, was ist. Egal. Also, wir sind beim Nexus, der Johnny ist hier. Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for Demon's Souls? Or to save this land and be remembered as a hero? Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. Dann sollte der doch aktiv sein jetzt, oder? Aber in der Theorie, ich glaube, wir könnten ja zu allen Archstones. Ist aber noch sealed, ist noch versiegelt. Ja. Oh, vielleicht müssen wir zuerst dann. Das war dieser Schleimblopf mit den Speeren. Also wahrscheinlich muss man das schon machen, ja. Ja. Okay, der kaputte ist ja kaputt. Das hatten sie nicht mehr repariert fürs Remake, ne? Dass der Archstone dann irgendwie nee, zur. Nicht, dass ich wüsste. Mit den Jahren gab es ja immer mal Leute, die dann die Dateien analysiert haben. Es war wohl so eine Art Schneegebiet, das wohl dahin geführt hat mit dem Archstone. Okay. Da gibt's so Beta-Levels, die man sich auf YouTube angucken kann, die Leute dann gerippt haben aus den alten Versionen. Ja, so nicht so schade drum. Schneegebiete sind eh meistens doof. Ja, die müssen es ja irgendwie nicht hinbekommen haben, deshalb ist es wahrscheinlich auch ganz gut. Und ich fand es auch okay im Remake, sie hätten zwar da nochmal was machen sollen, aber wenn Bluepoint nicht selbst die Leute von From Software kriegt, damit die den Level machen, will ich nichts von anderen Leuten in Demon's Souls dann haben. Die Lens Flash. Ja, ja, wir sind auf PS3 dran. Ja. Denk mal dran. Ja, ist schon geil. Das war schon ein geiles Game, muss man sagen, wirklich. Also den Style. Mal im letzten Jahr vorletzten Jahr mittlerweile zu Elden Ring, hatte ich mir noch mal ältere From Software-Spiele angeschaut. Und wenn ich an so den teilweise Crap aus der PS2-Ära zurückdenke, Eternal Ring, Forever Kingdom, wie sie alle heißen, das war. Evergrace, genau. Das war der zweite Teil. Nee, Forever Kingdom war der zweite Teil von Evergrace. Aber auch alle nicht gut. Nee. So. Wir sind ein Barbaren. Okay, guck mal, da liegt so, schon jetzt, Zeug. Jetzt liegt schon was. Also, so wie der Randomizer aufgebaut ist, könnte jetzt alles dahinter sein. Ne? Normalerweise wäre irgendwelches Gas drin. Wir gucken mal, was er hat. Okay, der hat Gas. Ist das noch was? Colorless Demon Soul, wobei das ist. Okay, die ist mega selten. Ist die mega selten? Das sind diese, ich glaube, die kriegst du nur in der Dark Tendency World, wenn du diese Viecher da, diese Larven killst, kann das oh, sein? Oh, kann das? Okay. Soul of the Primeval Demon. Genau! Ah! Ja, weißt du, diese kleinen. Oh. Ja, okay. Da waren so fette Larven. Ah, ich weiß, was du meinst. Sind die viel Experience wert? Weil das wäre zum Beispiel eine Sache, wenn wir jetzt geile Waffen finden. Wir sind noch gar nicht gelevelt, damit wir die benutzen können vernünftig, ne? Ja gut, eigentlich können wir ja auch noch gar nicht leveln. Ach ja, wir müssen erst die. Ja, ja. Ob wir das schaffen überhaupt in der Stunde? Ja, ich denke es mir halt auch. Das kann schon stressig werden. Eine halbe Energie ist auch schon weg. Ja, ja. Das fängt ja schon sehr gut an. Aber gut, du hast auch noch ein bisschen. Ja, ich hab's. Alter. So. Kein Backstep. Ich weiß gar nicht, Barbar habe ich selber nie gespielt. Auch nicht. Deshalb. Ein bisschen, ach komm, noch ein bisschen Gas. Wir machen einfach mal. Ja. Sich auch immer wieder dran zurückzuhören, wie es bei welchem Spiel nochmal laufen, wie es nochmal springen, das haben sie auch immer gerne abgeändert. Wie ist denn hier Sprinten? Schon Stick-Click, ne? Wir probieren mal. Also laufendes Kreis. Ach, Kreis natürlich. Kreis loslassen und nochmal, oder? Natürlich, ja, klar. Ja, es ist Rollen. Egal, werden wir gleich sehen. Warte mal, ich muss den jetzt mal erledigen. 10er 2 noch. Boah, wie weit er springt. Ja. So, springen. Linker Stick.
Nee, das Springen war schon auch Kreis. Also du musst beim Sprinten nochmal Kreis drücken, dann macht er so einen Hops. Aber ich glaube, es war auch ganz janky, wie das funktioniert. Ja, loslassen und nochmal oder so. Ich glaube, oder war es vielleicht den Stick klicken beim Sprinten? Ja, ich musste auf jeden Fall sprinten. Oh, da war was, warte mal. Gar nicht zu schnell draufgeklickt, das macht der Gewohnheit. Ich glaube, wir haben eine Waffe gekriegt. EP-Rate hier. Oh, das hat schon... Und kann man ihn schon equippen? Ja, warte mal, das ist so die... worauf muss man hier achten? Warte mal, Equip ist hier, ne? Wir haben zwei Clubs. Achso, beides in der rechten Hand. Ach, ist beidhändig wahrscheinlich. Kann ich den... Not enough skill to use. Okay, so Dex-Waffe. Physical Defense Status, wo kann man das sehen? Das sind meine Status. Wo kann ich denn die Sachen von der Waffe sehen? Kann ich das hier? Achso, hier, da sieht man es. Was braucht man dafür? Stats needed. Ach, okay, was sind die Icons? In der Kacke. Zwei Wind brauchst du. Wahrscheinlich ist Dexterity 14, würde ich sagen. Hätte Stärke ich jetzt auch 9. Gesagt, ja. Und 24, aber was? 24 könnte auch Dexterity. Okay, warte mal. Okay, 24 ist der Springbrunnen. Was ist der Springbrunnen? Das ist Magic. 24 Magic brauchen wir für EP. Okay. Okay. Vitality, Intelligence, Strength, Dexterity sind die Wind links, Wind rechts. Also die Symbole sind ja. Ja. Mega Fail. Okay, oh, Ability Shortage. Natürlich benutzen könnte ich es, aber es bringt nicht besonders viel. Ja. Nehmen wir unseren Club weiter. Ja. Aber wir haben zwei Clubs equipped. Okay. Hm. Können wir doch einen unequippen. Haben wir ein bisschen schnellere Rolle vielleicht. Ja. Oh ja, die World Tendency, die habe ich ganz verdrängt, ey. Die wird oben rechts angezeigt, ne? Stimmt, ja. Oh, Great krass. Sword, okay. Vielleicht können wir das schon nehmen. Wir checken mal. Wir haben eine Strength-Waffe. Equipment. Oh, das ist ja aber. Die Werte sind nicht schlecht. Not enough skill. Wir sind sehr schwach. Ja, wir müssen irgendwo mal aufleveln. Aber dann, wir können mal gucken, was braucht denn das Status-Display. Item-List-Display. 26 Stärke bräuchte es wahrscheinlich. Okay. Die haben wir. Okay, wir sind bei 15. 11 in Stärke ist aber auch schon sehr optimistisch, ob wir das in der Stunde schaffen oder nicht. Ja, die World Tendency, je nachdem, ob man, ich glaube, gestorben ist in einer der Welten, dann verändert sich das und manchmal werden dann Wege frei. Hier gab es auch das Tor, was aufgeht, ne? Mit der Pure White World Tendency. Genau, ja. Ja, ich glaube, sterben, bisschen PvP, auch irgendwelche Spielentscheidungen haben damit reingespielt. Wie geht's PvP? Also weiß ich, warum ich das nie richtig gemacht habe. Was spielst du denn für Builds normalerweise in den Souls-Sachen oder veränderst du das hier, das Spiel? Ich mach's immer mega klassisch so. Ich brauche am Anfang halt eine Einhandwaffe und ein Schild und spiele meistens Strength. Ja, es geht mir ähnlich. Ich habe noch nie einen Magier gespielt oder irgendwie einen Fernkämpfer und auch so Decks-Sachen. Das war mir immer zu riskant, dass die Waffen, die dann für den Decks-Bild geil werden, dass die mir nicht gefallen, wie so ein Rapier. Mhm. Ist zwar angenehm, so stichy-stichy, aber macht mir nicht so Spaß. Ja, es ist, ich bin auch meist eher bei Stärke, muss ich sagen, wenn ich dann irgendwo mal, ja komm, fall alles schön rein. Du auch? Och, der läuft drumherum. Bin oft bei Stärke, aber ab und zu mal, wenn sich doch was anderes anbietet, Magie mache ich nie. Ich benutze einen Bogen sehr gerne, muss ich sagen. Ja, der muss schon sein, ja. Damit habe ich hier King Alland gelegt, also den False King Alland. Hat eine halbe Stunde gedauert, aber schön mit dem Bogen. Piep, 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 immer mal, weggelaufen. Hafengrass, ja, okay. Gleich drei. Ja, verlockend, ne? Aber da können wir nur... Ich glaube, können wir da hier ohne mit dieser World Tendency wahrscheinlich gar nicht erst dahin. Das war irgendwie der Weg von unten. Aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich glaube, da kann man gar nicht rein, oder? Du kommst rein, ja. Du musst aber irgendwie von der anderen Seite, wenn ich mich richtig erinnere. So, da war der Johnny, ne? Aber noch ein zweiter am Start. Ja, ja, kommt irgendwo, noch. Irgendwo ist er. Um die Ecke. Das ist schon cool, ey. Guck mal hier, das alte Demon's Souls. Und es sieht immer auch gut aus. Kommen wir mal, also für seine Verhältnisse. Auch wenn der Bloom sehr übertrieben eingesetzt wird.
Und ich schlag mich überhaupt nicht gut, ey. Da ist schon, warte mal, hier ist doch noch einer an der Seite, oder? Ne, von oben, okay. Was haben wir hier? Na? Okay. Unknown Hero's Soul. Vielleicht finden wir genug von dem, dass wir schon mal ein paar Level machen können. Ich weiß jetzt nicht, was diese Colorless Soul, wie viel die uns bringt. Aber vielleicht lohnt sich das ja schon. Oh. Tja, wir müssen halt nur an der Phalanx vorbei, am Boss. Ja, das wird knifflig. So viel Gras weg, ey, das ist nicht geil. Warum bin ich so schwach? Der nächste Safe oder das nächste Bonfire wäre quasi ja nur, wenn wir wieder zurückkommen, ne? Maiden Grass. Ja. Also was wir jetzt schaffen sollten, wäre zumindest eine Abkürzung, die wir dann da oben kriegen. Mhm. Shard of Moonlight Stone, okay, das ist wahrscheinlich Crafting, würde ich sagen, ja. Ne? Ja, da müssen wir aber den ganzen Weg drumherum machen und unten das Tor wieder mit dieser, ich glaube sogar über die Brücke, wo der Drache das Feuer spuckt, ne? Müssen wir das nicht auch machen? Nee, der kommt ja erst nach dem Boss. Also wir müssen jetzt aber hier, und wir müssen auf den... Ja, da ist der, ich weiß, die Kugel ist irgendwo noch, ne? Kugel und Feuergranatboy. Was war das? Zu optimistisch. Alter, Steuerung. Stole the Radiant Light, Shard of Moonlight Stone. Andere Sachen haben wir noch nicht. Ich hätte gerade nicht gesehen, was ich gekriegt habe von dem Typen. Ja, ich weiß nicht, bei welcher der Stein war. Ja, ganz oben? Ach doch. Ja. Und da ist noch ein Feuergranatwerfer. Ja. Ich laufe um dich drum herum. Ganz blöd. So. Hier, ne? Mhm. Ball. Ja, ist das nur Granate oder kommt auch der Ball? Ich glaube, hier ist auch eine Kugel. Die macht ja unten dann auch was kaputt. Ja. Oder? Ein weiter wahrscheinlich. Ja. Wow. Boah, keine Ausdauer. Ui! Ja, ich weiß, von da hinten ist auch einer. Und das war's. Wir tauschen, ne? Hatte ich auch schon lange nicht mehr in der Hand. Ey, so lange her, also ist auch nicht PS4, aber... Ganz ehrlich, mir gefällt der für Spielen besser als der PS5-Controller. Ja. Also ich finde, ich mag... dass der ein bisschen kleiner und griffiger ist. Das Steuerkreuz ist besser. Also ich merke auch, PS5-Controller ist dann doch so fett geworden, dass der auch nach einer gewissen Spielzeit nicht mehr... die Hände verkrampfen sich ein bisschen. Ja, ich tendiere beim PS5-Controller auch irgendwie... Ich drücke da wahrscheinlich so fest rein, dass ich mich an den Kanten fast schon ein bisschen reinschneide. Oben, wo die L- und R-Trigger sind. Auch erstmal dran gewöhnen. Naja, mach es mal ruhig. Ich habe mir auch irgendwann angewöhnt, im Sprinten echt woanders hinzulegen, weil das die dümmste Sache bei den ganzen Souls-Spielen ist, auf Kreis zu sprinten. Ja, nur mit der Klaue ist es möglich, weil ich will natürlich auch die Kamera lenken beim Laufen. Genau. Das ist ja absoluter Quatsch. Niemand will so sprinten. Ja, ja. Scheiße. Also selbst mit Blocken machen die noch gut Schaden. Uiuiui. Dann können wir natürlich auch schauen, du grast dir hier nochmal ein bisschen nach und wir gehen zurück und benutzen mal die Seelen, um zu gucken, ob wir vielleicht mal ein paar Level wenigstens machen können. Wir können ja gar nicht die Seelen benutzen. Die Items, meine ich. Welche Items? Ach nee, du hast recht. Fuck. Ah, ich vergesse es immer wieder. Die Holde Maid. Warum kriegen wir keinen Backstep hin? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob das mit der Keule vernünftig geht. I don't know. Stimmt, ja. Alter!
Solche Randomizer können grundsätzlich viel Fun machen. Hier bei so einem Item Randomizer, ich glaube, die Probleme hatten wir schon durchgesprochen. Wenn du dann nicht das Glück hast, dich vernünftig zu leveln, kann dir, was weiß ich, das Äquivalent der Black Knight Halberd nicht viel bringen am Anfang, wenn es dann aus Versehen droppt. Wie viel, ein bisschen was zum Heilen haben wir noch? Ja, nimm mal Harpungras. Wailbreaker, das war, glaube ich, auch eine Dexwaffe. Aber wir gucken sie uns mal an. Wie geht das? Drück mal auf X erstmal das Menü weg und dann auf Start. Options meine ich. Und Viereck meine ich. Stats needed. Also, Equipen könnten wir es, aber ist es schlau? Nein, sie ist ein bisschen stärker auf jeden Fall als die Club. Oh. Und ich bevorzuge das gegenüber so einer stumpfen Waffe wie dem Club, muss ich sagen. Ja. Probieren wir es mal. Vielleicht kannst du damit auch vernünftig backstabben jetzt. Auch ein Stechi. Ja, die Waffe ist schneller und so, wird schon ganz gut sein. Stechi war meine Standardwaffe in Elden Ring. Da bin ich irgendwie reingestolpert. Da habe ich nur mit so einem Langdegen alles erledigt dann bis zum Ende. Alter, die Sonne. Oh, geil! Das ist ja voll der fertige Photoshop-Effekt. Ist der Hammer. Ja. Okay, aber. Muss ich auch erstmal dran gewöhnen. Yes! Der ist wieder hochgegangen. Nochmal R2 probieren, wie der stark ist. Oh, so geil, ey. Also ich brauche zumindest 3 Treffer, weiß ich jetzt gar nicht, ob die besser ist als der. Dann tausche ich wieder. Ne? Ich denke, die insgesamt, wenn du 3 Treffer in einer ähnlichen Zeit machen kannst wie 2 Treffer mit dem anderen. Ich raff das Menü auch nicht. Ach, guck mal, hier sieht man auch, dass es weniger Damage hat. Hm. Haben wir irgendwie komisch geguckt. Okay, das war. Ach so, die Hand war leer. Verstehst du? Wir hatten quasi 0 Damage. Ah, okay. Deshalb stand es da als Verbesserung. Ja. Okay. Dann ist natürlich Quatsch. Muss auch zugeben, ich bin kein Repost- und Konterspieler. Gas. Ich hatte das einmal geübt bei den Rittern in Anor Londo. Weil bei dem war ein Bonfire in der Nähe und da konnte man mal schauen, bei denen war es auch ganz nützlich, aber ich habe irgendwie nicht den Nerv, mich bei jedem Gegner hinzustellen und dann schauen, was ist eigentlich das exakte Timing dafür. Das nervt mich so ein bisschen. Ich habe nie gerafft, war mir immer viel zu riskant. Auch bei Bloodborne dieser Schusskonter hatte, da war ich auch mal ein bisschen zu dumm für. Ja, wobei den musste man ja so gut es geht dann der war anwenden. Wichtig, ja. Aber ja, also ich habe ohne gemacht. Ich habe es irgendwann mal, habe ich es mir angeeignet, aber das war auch eh für sehr viel Trial and Error. Ja. Sehr gut. Nee. Komm schon! Ich habe auch immer so das Gefühl, er müsste eine größere Reichweite haben und dann haue ich doch wieder ins Leere. Der muss dem weiter hinten greifen eigentlich, die Keule. So weit oben muss er sie nicht greifen. Da ist nichts mehr. Soll ich ein Gras nehmen? Hm. Ja, nimm Gras. Sonst müssen wir mal wieder welche farmen oder so. Alter. Gab's denn nicht auch eine Sprintattacke? Laufattacke, ja. Sprungattacken gemeint, ich gibt's nicht, aber Springen habe ich ja auch noch gar nicht geschafft. Wie geht Springen eigentlich? Ich weiß es nicht, also der Stick rein war es nicht. Oh, Kamera. Gab's einen Sprung bei Demons? Ich weiß es nicht. Vielleicht also ich kann mich an eine Sache erinnern, da bin ich bei meinem Let's Play damals drüber gestolpert. Anscheinend kannst du so kleine Vorsprünge, geht er automatisch hoch. Ja. Da gab es in der 4. Welt, da wo diese die Skelette sind mit der Burg oder so, da gab es irgendwie sowas, wo davor so ein halbhoher Vorsprung ist. Und ich dachte, wie komme ich da weiter? Einfach in die Richtung halten, dann ging er von alleine hoch. Aber ich weiß nicht, ob es hier einen richtigen Sprung gab nochmal. So, auf was mussten wir jetzt aufpassen? Auf die Feuerwerfer? Ja, ich glaube von hinten. Ah, ja, genau. Nicht nur von da vorne, sondern von hinten ist auch ein Werfer.
Vielleicht kannst du den oberen runterlocken oder so. Ach, oder du hast Firebombs? Eine hast du noch. Die wir aber eigentlich auch gern. Ja, ganz oben sind ein paar nervige Typen auf jeden Fall. Oh, es hat nicht gereicht. Gar nichts gebracht. Ja, der will Feuer, da sind die Seelen. Wie weit lässt er sich locken? Es ist so scheiße! Okay, schnell weiter. Pass auf, ne? Ganz oben, also von da und von da kriegst du von oben gleich Firebombs. Ja. Ist der runtergefallen? Weiß ich gar nicht, sehe ihn nicht mehr. Greift erstmal die Seelen hier. Du siehst den da oben vor dir, ne? What the fuck? Wie nervig. Oh, du bist fast weg. Der letzte Trottel. Nimm mal das Leitmungras. Ah, wie lange er auch heilt. Weißt du, was kommt und so, denkst du, ja komm, ich klick's kurz an und hau dann ab, aber das Anklicken dauert so lange. Wann taucht das Menü auf? Und ich hab nichts mehr. Naja, komm. Wollen wir zurückgehen und leveln? Ein bisschen was farmen noch. So. Ja, ich glaube, es ergibt und wir haben auch kein Gras mehr. Risiko ist immer nett, aber ansonsten, ich glaube, das ist der sinnigste Weg erstmal am Anfang. Was denkst du denn, Trant, über den Elden Ring DLC? Also wir nehmen das jetzt Anfang Februar auf. Vielleicht ist ja schon angekündigt, wo ihr den seht, aber ich hätte schon wieder Lust, muss ich sagen. Ja. Also ich habe letztens auch noch mal ein bisschen paar Videos angeschaut und dachte halt auch gleich, ah geil, Elden Ring, auch schon wieder so lang her. Aber bei mir ist halt leider so, die DLCs zu den From Software Spielen, die kommen mir immer zu spät. Die habe ich dann halt wirklich für meine Begriffe totgespielt. Und dann da wieder einzusteigen, oh, das kostet mich Überwindung. Das kann ich natürlich verstehen, klar. Durch das Open World bei Elden Ring erhoffe ich mir, dass die Hürde anders sein wird als jetzt. Also sich der Dark Souls 3 DLC, der nochmal ultra hart war, als er gekommen ist. Aber es kommt auch ein bisschen drauf an. Also bei DLCs habe ich ja noch immer so das Gefühl, naja gut, das ist jetzt hier vielleicht nochmal 10 Stunden Spaß, muss ich mir jetzt nicht geben. Aber es kommt auch drauf an, wenn die ein bisschen länger sind. Und wenn du da so die Aussicht hast, so ja, ich kann mich da wieder voll reinfuchsen. Ich hätte schon Bock drauf. Jetzt habe ich auch gerade. Ich hätte ja auch einfach nur rasten können, oder? Geht das nicht? Gucken wir gleich mal. Vielleicht geht's gar nicht. Geht das nicht? Kannst du jetzt auswählen? Touch out. Touch mal, was passiert? Return to Nexus. Wollen wir im Nexus erstmal umschauen? Vielleicht können wir anders die Might aktivieren als jetzt hier. Meinst du? Okay, lass das mal gucken. Ja, das ist jetzt schon wirklich ein bisschen her. Wie genau die Abfolge war. Also ich meine, die steht da steht die. Nee, das ist eine Statue, ne? Was passiert, wenn wir die Statue angucken? Gar nichts, ne? Das sind nur die anderen Johnnies drumherum. Haben wir einen Händler? Muss man eigentlich was reparieren? Die Waffe aufleveln? Wir haben keine Schaden. Was du machen könntest, wir könnten natürlich die Seelen, die wir haben, man kann sie eins zu eins verkaufen, anstatt zu benutzen. Vielleicht gibt es Rüstungen oder sowas, die wir schon anziehen können. Guck mal auf Upgrades. Haben wir nichts, ne? Ah ja. Aber Repair halb so wild. Buy Item. Kunai. Ja, viel zu teuer. So, wofür war der Schlüssel? Prison of Hope. Das ist Latria, oder? Genau. Okay, das ist Quatsch dann jetzt. Ja, müssen wir wohl weiterspielen. Müssen wir aber weitermachen. Shit. You come back alive. I need you. Wir haben, glaube ich, hier zusammen wahrscheinlich tausende von Stunden in diese Spiele investiert und trotzdem hängen wir am Anfang von Demon's Souls jetzt fest, ey. Ja gut, ich hätte es aber auch nicht erwartet, dass ich da durchrush, weil das ist ja schon immer alles. Ich meine, du bist total squishy, hast nix, kannst nix und musst halt zum Boss kommen. Die Gewöhnung auch von wegen,
alle diese Spiele, auch wenn sie sich ähnlich spielen, oh, das Ausweichen ist doch ein bisschen anders. Die Hitboxen sind doch ein bisschen anders. Ja. Merke ich immer wieder, wenn ich sowas wie Dark Souls 2 mir mal wieder anschaue. Super ungewohnt, wie sich da alles anfühlt, wieder nach der langen Zeit. Kommen die... Der... Wie ich denn nicht anvisieren kann hier dem Typen? Der eine kommt, ne? Alter! Alter! Hat er oben nicht gerade rumgefuchtelt? Ach nee, das war... Das war ein Boah, so die Penner schlecht. Kommen auch noch. Du hast keine Highlights mehr, ne? Stimmt. Und das wollten wir ja eigentlich machen. Ah, ja, ja, ja. Shit. Dafür bringst du die jetzt um durch. Und wir gehen zurück und kaufen Heal Items. Soldier Lotus ist... Gegen Vergiftung. Vergiftung, ne? Ja, es ist... Es ist einfach... Ach, lauf die Brücke runter. Also, lass dich da fallen, einfach links und lauf an dem vorbei. Wie jetzt? Ja, einfach hier runter oder überlebst du es nicht und lauf wieder zurück. Vergiss die Typen. No risk, no fun. Mhm. Aber keiner droppt was. Keiner droppt irgendwas, ey. Ja, hier, ist das, hier ist das Risiko eh. Ja, der Randomizer verändert, schätze ich mal, nicht die Item-Drop-Rate, sondern eher, was du dann bekommst. Okay, ich habe jetzt wirklich gar nichts mehr. Selbst wenn du jetzt hier abkratzt, ja. Ist ja auch egal, das Bonfire ist ja direkt da. Ja, ich bevorzuge bei solchen Randos tatsächlich mehr, wenn du dann so Enemy-Placement und solche Sachen machen kannst. Mhm. Meine mal ein Dark Souls 1 Rando gespielt zu haben, wo du auf einmal, kommt von überall Capra-Demons her. Auch toll. Es ist ja, ja. Das ist schon lustig, ja, muss man sagen. Ist ja scheiße hier jetzt. Also so rumlaufen macht überhaupt keinen Sinn. Wo kriegen wir denn jetzt ein paar Gräser her? Der Händler hatte gar keine Gräser, ne? Der hatte nur Upgraden und Stockpile Thomas war nur für, da kannst du Sachen ablegen und nichts kaufen. Gucken wir nochmal schnell. Zu meinem Nexus, du hast die Typen da unten. Du hast dieses eine Kind, was oben ist, aber das ist, glaube ich, später, wenn du dann Sachen freischalten möchtest. Mir kam es irgendwie gerade so vor, als habe ich da was Grünes im Inventar gesehen, oder war das unseres? It's an entry with yours. Ach so, das war das Ding. Also keine Highlights bei ihm? Nee. No interest, eh? Er wird ja auch und der, der hat nur Kiste, ne? I would be happy. Ja, der hat nichts für uns. Best of luck to you. Ja. Sonst ist keiner aktiv oder so, ne? Nö. Oder hier ist nirgendwo einer. Da gibt ja eh nichts mehr. You came for deep. Ja, hier tauchen die erst später auf, wenn du die. Ich glaube, hier ist der Magier glaub, oder so, ne? Mal gucken, ob wir im Level ein bisschen Gras finden. Also Anton weiß Bescheid, die Suche nach dem Gras, heißt das Video dann hier. Ja, Randomizer geben auch durchaus Sinn, wenn es Item-Randomizer sind, finde ich bei Metroidvanias eher. Mhm. Ja, weil da kannst du tatsächlich dann sagen, oder Action-Adventures allgemein, oh, der Doppelsprung ist auf einmal ganz anderswo hingelegt. Ey, ich stelle mich an wie der erste Mensch. Oder du kannst Sequence-Breaks machen, das ist bei einem Souls-like natürlich nicht möglich. Ah. Ja, gut, dass die Keule dann ein Schneidgeräusch gemacht hat. Eins. Endlich. Noch nicht benutzen. Was machst du da? Ich zermahle hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Sag mal, bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Da brechen sie aus.
Jo. Komm, Gregor, machst du mal wieder. Das ist ein recht lustiges Spiel. Gut, dass hier die Ladezeiten schon mal schneller sind mit dem Emulator. PS3 ist das eine halbe Ewigkeit, ey. Ich habe uns zumindest ein Gras geholt. Erstmal. Ja, ich vielleicht. Oh shit, ey. Ich will die Seele nicht verdödeln. Bisschen weiter oben waren sie, ne? Yeah. Noch was? Nein. Sehen da sind sie. You've touched the mark of death. Wirklich, ey. Oh, mach mich alle fertig, ey. Das kann doch nicht sein. Wie schnell die auch angreifen. Mhm. Super mies. Jetzt benutzen wir mal eins. Die greifen sofort an, wenn du einen Schlag gemacht hast. Du musst sofort den zweiten setzen, ansonsten kommt. Super nervig. Oh, der hat nicht gereicht. War ein starker Schlag. Nothing. Gar nichts. Absolut gar nichts. Oh. Einfach mal hochlaufen. Ich weiß nicht, also wir kommen ja echt nur voran, wenn wir oben durchkommen und dann müssen wir hier diesen Turm, wo wir gerade sind, wieder runter eiern. Das schaffen wir doch nicht mit einem Gräschen in der Tasche. Let's check it out. Meinst du? Okay, ja, warum nicht eigentlich? Du machst richtig, Gregor. Ja, geil. Bleibt die Frage, wie lange sie entlanglaufen. Ja. Und die Kugel haben wir auch noch nicht gesehen. Oh nein. Speedrun Strats. Yeah. Oh. Ich glaube, hier reißt du doch ein Loch in die Wand. Ah, nee, nee. Hier sind wir erstmal draußen. Ah, okay, alles klar. Ja, komm, aber so machen wir es ja schnell. So machen wir das, ja, ja. Wir müssen keine falsche Bescheidenheit. Speedrun Strats. Jurt. Ich glaube, du hast ein oder zwei große Gräser noch, ne? Zur Not. Nee, wir haben wieder mal nichts mehr. Haben wieder nichts mehr. Fucking wir haben komplett ja. nichts mehr. Was machen wir denn hier eigentlich? Jetzt. Naja, denk an den Typen rechts. Falsche Ecke, falsche Ecke. Verpiss. Aber sehr gut, bisher kein Schaden. Ja, Glück gehabt. Und warum gehen die Möbel nicht mehr kaputt beim Durchrollen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Liegt es daran, dass wir keine Rüstung haben oder vielleicht war das bei Demons noch so? Also ich kann mich ja nicht dran erinnern. Stimme sind gleich zwei. Zeigen. Ah. Aber du bist auch gesprungen gerade, oder war das eine Ausweichrolle? Weiß ich nicht, glaube es war eine Rolle.
Ja, es ist auch zu eng so. Wir haben den Granatwerfer da oben in der Ecke. Mhm. Ist ja schon ganz gut durchgeglitscht eben. Ich meine, es ist damit ja nicht so schlecht. Draußen haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, oder? Weiß nicht, ob wir so weit nachkommen. Den machen wir mal weg. Ja. So, ich glaube, die kommen. Doch, die kommen nach. Jetzt kommt die Kugel. Jetzt kommt die Kugel. Da wurde auch ein Drive. Yeah! Da ist die Kugel. Was ist hier? Okay. Hängen die fest? Nein, sie kommen! Roll weg. Alter, klasse gemacht. Das hat den einen sogar erwischt, oder? Mhm. Komm, dann nehmen wir das gerade. Alles davon. So. Okay. Da oben müssen wir noch auf den Pfeil und Bogen. Hinter dir musst du aufpassen. Schon mal rollen. Ja, ja, da war's fuck, eben. Ja. Du hast recht. So, und der. Da ist der Heftige. Genau, da hinten müssen wir, glaube ich, erstmal nicht hin. Oh, es war jetzt zu schnell. Wir gucken gleich nochmal. Ja. Wie der auch steht hier. So, wir gucken mal, was wir gekriegt haben. Hm. Greifen die mich an gerade? Ja. Mailbreaker, Great Sword. Hat man alles schon. Hat man alles schon, ne? Nichts Neues sehe ich hier. Da hinten. Da ist der andere Pfeil. Jetzt komm erstmal, Kollege, komm erstmal her. Wo wir nicht getroffen werden können. Ah, er hat auch ein Schild in der. Ja. Komm, einen willst du noch machen. So. Legendary Soldier Soul. Vielleicht sind sehr viele Seelen am Anfang gerandomized, damit du schneller hochleveln kannst, wenn du es hinter dir hast. Mhm. So, jetzt weiß ich nicht mehr so richtig. Ja, also das ist ja, glaube ich, noch der Rotaugenritter, ne? Den sparen wir uns aber. Ja. Wir müssen von der anderen Seite doch runter, ne? Ja. Also hier, da sehen wir schon den Turm, den gehen wir jetzt runter, machen erstmal den Shortcut auf. Ja. Ah, der wird uns gleich verfolgen, ne? Ich muss durchlaufen gleich. Meinst du? Ja, ja. Okay. Aber da drin sind auch fiese Gegner. Das sind sie? Ja, gehen im Treppenhaus. So, hier vorsichtig. War das so dunkel? Da ist er. Alter, da kommt er lang. Ja, aber hier kannst du echt versuchen mal. Oh, die Feuerfässer. Heilung am besten. Oh, beweg dich mal! Ja, so geht das. Oh, fuck! Bis dahin war es nicht schlecht, muss ich sagen. Wie viel Gras haben wir? Null. Ich hab das letzte Grad verbraucht.
Aber ich muss sagen, wir spiegeln natürlich auch ganz unabhängig vom Randomizer das typische Demon's Souls-Erlebnis 15 Jahre später wieder. Ist wirklich so. So, wie macht man das jetzt hier am schlauesten? Ich habe hier kurz gewartet. Ah, kommst du mal vorbei, ja. Du bist da auch vorbeigelatscht, ja. Also traue ich mich fast gar nicht. Also okay. Rechts ist einer und links bei der Tür ist jetzt auch einer. Und die zwei Ritter gleich vor der Tür. Ach, die werfen auch. Mhm. Der wirft jetzt gleich auch. Sehr gut. Das war richtig dumm, aber macht nichts. Da ganz dran vorbeilaufen. Boah, sogar noch mehr. Boah, Feuerbombe. Das nix her. Das wird gar nichts. Also... Haben die wenigstens was gedroppt? Auch nicht, ne? Nee, aber der hat vielleicht was. Aber jetzt kriege ich die Feuergranate. Ah, das war Gras. Zwei sogar. Nimm beide. Ja, ich will erstmal da unten sehen. Gucken, dass er festhängt. Okay. Hier oben an der Treppe ist gleich einer. Und hier fangen die Feuer. Alter, wie ich doch voll wegroll! Von 70 Gräser. Da war auch was und ein Schild. Aber pass auf, der Typ läuft hoch. Guck mal nach, ob du mit dem Schild was machen kannst. Da war ein Schild, glaube ich, unter den Items, die du gekriegt hast. Hier? Und ein Gras. Also du hast gerade irgendwie ein Schild und ein Gras gekriegt, als du die Items aufgenommen hast. Wooden Soldiers. Die haben gleichen Schutz, ne? Eines schwerer. Damage Reduction 10 mehr. Hm. Ne? Das nehmen wir mal. Und guck mal unter den Items. Also das ist wohl kein... War das nur dieses Chrism und Cross, was du gekriegt hast? Hab ich es jetzt equipped oder nicht? Okay. Vielleicht ist es so ein Randomizer-Bug. Das kann natürlich auch sein. Du hast zwei von denen. Vielleicht equipst du das andere Mal. Halt mal gedrückt, sodass du die Hand hier hast. Also anscheinend ist es jetzt da, oder? Vielleicht sehen wir es nur einfach nicht. Das ist nur buggy, bestimmt. Sehr gut. Da wäre ein Item gewesen. Die Kugel ist weg. Ich weiß nicht, ob ich die... Ja, ob du das Item noch holen sollst. Ja, das kann ich eh nur, wenn ich hier runterfall. Oh Mann! Ach, das mit runterfallen ist das. Boah! War da noch ein zweiter? Der ist zumindest nicht hochgeklettert, der zweite, aber der eine wartet hier noch auf dich, ne? Oh, die wirft auch noch Feuerbomben. Ach, schlecht. Wirklich? Hier können wir uns doch irgendwo runterfallen lassen. Fresh Spice. Was war das nochmal? War das für Magie? Magie wieder auffüllen? Klingt so, aber ich weiß gerade nicht. Hier. Ja. Ja komm, lass dich doch mal runterfallen. Night Sword. Oh cool, das können wir bestimmt equippen. Vielleicht ist das gut. Okay, ja, mach es mal. Gar nichts. Aber. Ah, okay, es hat. Hast du was gesehen? Nee, wollen wir mal gucken. Verglichen mit dem Club. 75, 45.
Okay, Physical. Der scaled besser oder was? Mann, die Menüs sind schlimm. Diese Icons, wer hat sich diese Icons ausgedacht, Leute? Also irgendwie. Ach komm, ich spiele so. Lass mal eine Night Sword. Ja. Ja, jetzt geht's doch auf einmal mit durchrollen. Das Item noch holen. Oh, also ist schon mal besser. Ja. Oh cool, und drei Gras, geil. Super Master Restrand. Ist nur er, den kannst du normal killen. Pass aufs blaue Auge. Ja, auf, ne? Und das Schwert equipped, den Schild meine ich. Ja. Hat der Schild, ist er equipped? Ja. Ja, ne? Okay. Zumindest hat es so geklungen. Und das ist die Kraft, das ist wie die, weiß nicht, ob du das letzte Saints Row gespielt hast, wo sie die Lab-Mission gemacht haben. Wir tun so, als ob wir tödliche Waffen haben. Und peng, peng, peng. Dann fallen sie tot um. Weiß nicht, ob wir den mal. Ich meine, meinst du, weißt du? Wir sind ja jetzt halbwegs ausgerüstet. Mal gucken, was der. Ich roll doch. Lass mal heilen. Vielleicht eine schlechte Idee gewesen. Okay, lass lieber. Heil dich nochmal und lauf an dem vorbei. Es ist auch so unspektakulär, wenn man da getroffen wird. Ja. So, Treppe runter gleich. Der auch? Mal gucken. Okay, ja, da schnell da runterlaufen wird schwierig, wegen der. Die haben auch so Feuerschwerter, mit denen sie auf dich zulaufen, die Gegner. Kannst nicht blocken, nicht gut. Achso, und die Explosionsfässer. Aber wir machen es jetzt. Wir machen es jetzt, wir machen es. Ich bin tot? Ja. Du hast es noch gesagt. Toll! You must leave this world. Auch. In dem Moment reingerollt, wo er es angezündet hat. Besser konnte man es gar nicht machen. So. So ein Bogen wäre nett. Dann können wir einiges anstellen. Hui! Ganz vergessen. Na komm, du bist dumm. Oh. Oh, wie... Okay. Oh, fuck. Das war keine gute Idee. Aber Achtung, jetzt könnte es hier eng werden hier unten. Ja, da sehe ich sie. Oh, gefährlich. Ein Gras haben wir noch. Eins haben wir noch. Ich hoffe, dass. Wirklich, ey, ich weiß von hinten. Okay. Oh, das sieht gut aus. Ach, finde doch mal ins Visier. So. Wirf doch ein Bömmchen. Wirklich? Vier? So, da ist nur der da oben steht, ne? Genau.
Der Pfeilboy hinter dir. Ja, danke. Drüber nachgedacht, ja, du hast recht. Und dann war es schon zu spät. So, ich glaube, ich habe keine Gräser mehr, ne? Ach, waren vorbei. Haus weg. Ah, okay, auch gut. Sehr gut. Ah, hier draußen könnte man noch mal rausgehen, aber... Oh, klasse. Kann man auch die Kette kaputt machen. Wir haben es geschafft. Wusste ich gar nicht mehr. Shortcut ist offen. Jetzt ist offen. Ist er offen? Ja. Oder? Hey, ich weiß nicht, ob wir müssen unten das Rad noch Genau, wir haben sagen, einfach nur ein Item fallen lassen. Ja. Oh. Okay. Oh Gott. Ja, oh fuck, du musst hier einen harten Hebel ziehen. Hat er ihn gezogen? Nein, er hat ihn nicht gezogen. Ah, wollen wir es noch einmal probieren? Ja, einmal noch. Okay, ich war zu optimistisch am Ende. Ich habe auch gehofft, dann die Animation anzumachen und dann ist gut. Vielleicht ist aber ein geiles Item, was wir haben fallen lassen, das da irgendwo jetzt draußen rumliegt. Ja. Das sehen wir gleich. Die Frage, kann ich das jetzt noch aufsammeln? Ja, ich weiß es leider nicht. Da ist es. Ach, mehrere sind es. Oh, Renault irgendwas. What the fuck, Und Chart irgendwas. Ich hab's weggeklickt. Ja, es war irgendwas Renault irgendwas. Mhm. Vielleicht sogar ein Itemset oder so, ich weiß ja nicht. Oh ja, mal so macht man das. Ich hau den auch mal hier. Also kannst du mal die Items checken, ja? Bevor die Arme und Penner da ankommen. Alter, was geht denn da? Ich will jetzt auch nicht das Menü aufmachen, aber eigentlich sind wir safe. Oder? Eigentlich ja, warte. Nee, doch nicht. Aber von oben. Ah, das ist ganz schlecht. Okay, aber die hängen doch jetzt fest im Stau. Ja. Okay, keine Rüstung. Echt nicht? Hatten wir nicht eben Klamotten eingesammelt? Also es sah nach Set aus auf jeden Fall irgendwas. Aber vielleicht können das auch viele Seelen gewesen sein. Equipment-Menü hier. Ja. Dragon Bone Smasher. Wo kriegt okay, man den doch mal? Den kriegt man doch bei dem Stein, bei dem Elder Dragon God da unten, ne? Boah, das kann sehr gut sein. Alles, was wir natürlich nicht equippen können. Da ist noch einer. Keiner lässt ein Gräschen fallen. Oder was ist das hier? Nein. Es ist auch... Man muss auch ein bisschen früher drücken, finde ich. Mhm. Ein bisschen Input-Lag ist schon drin. Ach, halt's Maul, ey. Kommen die hoch? Ja. Krass. Idiot! Yes, so macht man das. Immer noch kein Gräschen, oder? Ja, probier mal. Doch. Stone. What? Was war das nochmal? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir können es benutzen natürlich mal. Ja. Benutze es. You revived! Oh! Ich kann's vergessen, echt? Das so war das? Okay. Okay, das ist also Humanity. Ich hatte auch überhaupt keine Ahnung mehr. Wir haben Humanity! Ja, yes. Aber wir haben sie auch erst vor kurzem gefunden, glaube ich, oder? Ja, das war wahrscheinlich gerade eben. Ach, wie geil. Alter, ich drücke hart! Ich die ganzen Anfängerfehler, wirklich.
So, aber das macht nichts. Wir wollen ja nur durchlaufen. Ja. Absolut kein Lernfortschritt bei mir. Boah, die fuchteln nicht. Sah auf der Bombenwerfer gleich von links. Oh, der hat ein Item. Ja, vielleicht war gerade Gas. Geh zurück, zurück und nehmen. Okay, nimm das Gras, nimm das Gras. Geil, nimm beide. Ja. Wie wenig das zurückgeht. Okay, und jetzt rennen wir aber das Türmchen wieder runter. Na, das ja, war den einen, den einen unten, kannst ne? du killen. Ja, also bis zur Mitte kommst du eigentlich ganz gut mit durchlaufen. Ne? Die Frage, wie... Du kannst die natürlich dann einzeln locken ja. hoch. Wie lang... Oh. Boah, nochmal nehmen. Wie lang läuft jetzt der blaue Augenritter hinterher? Oder meinst du, der dreht irgendwann um? Ich glaube, der wird irgendwann umdrehen, ja. Fucking hell. So, hier erstmal aufpassen. Ne, mit den Explosionsfässern. Im besten Fall killt der sich jetzt hier. Nein. Okay. Lauf raus zum... Wo ist das? Auf dem Balkon oder was? Auf dem Balkon raus, ja. Nimm das mal als Refresher. So. Und wenn sie rauskommen, kill sie. Okay. Aber heil dich erstmal, würde ich sagen. Ich hab nichts mehr, ne? Doch, du hast zwei gekriegt gerade eben. Hast recht. So, ich würde die einzeln hier zu locken. Ja. Ne? Also die Feuerboys, ja, die würde ich auch wegmachen. Ja, ja, das, war nervig da unten. Das war viel zu viel. Oh, immer aufpassen. Ja, immerhin kann man die sehen. Das ist ja schon mal was. Ey, wie unscheiß, ne? Die sind von unten hochgejumpt. Okay, zwei sind da mindestens noch. Von dem Treppenabsatz einfach mal 4 Meter hochgehüpft. Okay, wir müssen echt nur das Tor aufmachen. Ich drück's mal weg, aber es war ein Schild, glaube ich, ein Holzschild. So, zwei, drei noch. Boah, das war... Fuck. Ein bisschen dumm. Aber zwei sind abgekratzt. Okay. Okay, du hast es, du hast es. Nimm noch Herb, wenn du hast. Hab ich? Nee, alles nee. Okay, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Trant, du hast es, ja. du hast es. Ja! Sind wir richtig weit gekommen heute. Ey, das ist mega Fortschritt, den wir gemacht haben. Aber jetzt gehen wir schön zurück im Nexus, um das zu feiern. Ja. Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die das Spiel haben, die noch nie so weit gekommen sind. Ja. Am sicheren Hafen. Ich finde, das war sehr erfolgreich. Relativ erfolgreich. Wobei ich jetzt schon natürlich gerne den Boss gleich nochmal gesehen. Für den Boss hätten wir dann die andere Route machen müssen, um den... Ja, oben ne? nochmal durch die Nebelwand und dann gab es ja, so einen Hinterhof. Eigentlich noch voll der lange Weg. Der Hinterhof wäre ordentlich gewesen. Ey, und gewesen, dann darfst du erst leveln. Guck mal, wie lange man sich hier kämpfen muss. Was für ein Quatsch das auch ist. Ja. Aber dann lass uns doch an dieser Stelle mal aussteigen. Ja. Hat viel Spaß gemacht, da mal wieder reinzuschauen. Randomizer jetzt hier ist, glaube ich, etwas, was zu Beginn noch schwierig greift für so ein Spiel. Ich kann schon den Spaß dahinter sehen, aber bei einem Spiel, wo du die Statuswerte hast zum Skalieren und anderes drumherum, ne, da ist es schwierig zu sagen, oh, ich habe jetzt schon ein geiles Schwert bekommen, also jetzt wird's easy. Ja, wir können ja auch gar nichts equippen irgendwie. Also wir hätten es wahrscheinlich erst bewerten können, wenn wir den ersten Boss gelegt hätten, was ja noch ewig dauert. Also was denkst du nach 15 Jahren jetzt wieder Demon's Souls zu sehen? Also wir haben es zwischendurch natürlich immer wieder mal gesehen, aber es ist eine schöne kleine Zeitreise. Ja, auf jeden Fall. Ich find's halt cool, dass das Spiel dann doch so gut gealtert ist. Ich meine, es fühlt sich alles so ein bisschen kaputt alles an und nicht so weich, wie wir es mittlerweile kennen. Guck mal, was für einen weiten Weg die Serie gekommen ist. Oder ich sag mal, dieses Konzept. Wie viel Nachahmer es gab und so. Das finde ich irgendwie cool, hier noch mal in die Anfänge zu gucken, was alles schon vorhanden war. Wo gab es jetzt letztens wieder so ein Hub? Wie der Nexus? Ja, also Lies of P war so ähnlich Lies aufgebaut. Lies of P hatte was Ähnliches. Genau, mit der Villa, wo du unterwegs warst. Lies of the Fallen habe ich nicht gespielt. Aber ich glaube, das sollte auch sowas in der Form gehabt haben.
Demon's Souls ist eines der einflussreichsten Spiele der letzten Jahrzehnte, muss man sagen. Ihr da draußen könnt gerne auch mitfeiern. Schreibt einfach eure Freudenbekundungen in die Comments mit rein. Und denkt auch gerne über den Supporters Club nach. Macht es möglich, natürlich Formate wie diese hier und viele andere auf dem Sender zu unterstützen. Und ey, zum Geburtstag von Dark Souls machen wir vielleicht auch mal irgendwann wieder was. Ne? Ob wir das weiter sind, wissen wir noch nicht, aber vielleicht. Ne? Dann wir bedanken uns und sagen Tschüss. Macht's gut.